Hallo zusammen, hier ist Spekulatius mit einer neuen Folge Railroad Basel SBB. Die nächste Stunde von 6 bis 7 Uhr. Auf geht's. Den hätte ich sogar hier vorfahren lassen können, die Lok, aber gut, 6.19 Uhr. Das passt alles. Aber wir schicken den nach, einfach auf die Reise. Der hier, ja, passt. Dazwischen ist nichts. Alles gut. Dann macht sich der hier auf die Reise. Muttens 4, Pratteln 2. Und da fehlt noch ein. Liestal 1 kommt als nächstes und France 1 auf SNCF 1. Und Badischer Bahnhof 2 auf... Ach so, nee. den braucht es ja noch. Das ist knapp hier mit dem Intercity. Ich nehme den nochmal weg hier. Ja, so erst rausfahren und dann schicken wir hier die Lok auf die Reise. Wie gesagt, die hat ja Zeit. So, jetzt. Und anschließend ist dann der hier dran mit 3 Spitz 2. Irgendwas umzudrehen? Der hier? Ja. Wo rappelt's? Liestal 1. Achso, hier kann ich auch mal schauen. Achso, nee, der wird dann sogar eher dran sein. Leicht. Ja, schwierig. Basel 6.11 Uhr. Gehen wir doch mal danach. Und der 6.13 Uhr. Na gut, dann muss der sich hinten anstellen. Ist dann so. Basel SBB 6. Ach so, hier muss ich tatsächlich mal gucken. Wenn ich den auf Basel-Badischer Bahnhof 1, dann muss ich den hier runterschicken. Oder kriege ich dann das gleiche Zeitproblem, was ich vorhin hatte? Wo muss der denn da sein? 6.11 Uhr. Naja, so... Viel Zeit ist da nicht. Der muss 6.11 Uhr auf Gleis 6 sein. Aber das ist von hier auch einfach nur durchfahren. Ach, das passt jetzt aber nicht. Warte mal. Muss ich den hier wegnehmen und der kann dann, wenn die Lok weg ist, weiter durchfahren. France 1. Ja, es wird knackiger. Passt aber hier alles. Der müsste gleich hier seinen Weg suchen. So. Dann können die beide gleichzeitig rausfahren.
Ach, sag mal, ich könnte den ja einfach... Ja, dann muss ich den einen höher setzen. Dann kann ich den ja hier hochfahren. Das probieren wir nochmal. Den hier hin. Den setzen wir hier hin. Dann auf die 6. Halt, was war das? Hält am Signal. Wo? Was? Achso, ja, der muss sich hinten anstellen. Alles klar. Und dann muss ich nur sehen, dass ich den hier nach Liestal auf den Weg bringe. So und so. Und nicht vergessen, das Ganze wieder zurückzustellen, sonst gibt's Problems. Halt. Das ist verkehrt gerade. Mal gucken, ob die Strategie jetzt hier aufgeht. Aber im Moment bin ich erstmal ganz zuversichtlich, dass das funktionieren sollte. Uhr 10 kommt Badischer Bahnhof 2 auf SBB 2. Dann kann ich ruhig schon. Ah, ärgerlich. Ne, den kann ich auch noch nicht machen, weil ich brauche gleich das Gleis 5 noch. Achso, der Interregio ist jetzt hier. Aber bis dahin ist dann auch wieder frei hier. Und der muss auf die 5. Jo, ein bisschen kompliziert, aber es funktioniert bisher. Und an den Linksverkehr habe ich mich auch schon fast gewöhnt. Pratteln 5. So passt es. Und hier können wir schon mal umdrehen. Liestal 2 passt. Jo, bisher fehlerfrei. Bin gespannt, wie lange das so bleibt. Ich werde irgendwann Fehler machen, ich weiß es, aber versuche den Moment etwas hinauszuzögern. Nochmal ein bisschen beschleunigen hier. Als nächstes kommt Pratteln 4. Auf Basel SBB 6. Was haben wir denn als nächstes hier? Liestal. Nehmen wir doch den, oder?
setze das jetzt mal fest hier. So. Ja doch. Gemach. Das ist jetzt auf der 1. SBB11. U16 Münchenstein 2, 3 Spitz 1 und 16. Halt, stopp, 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 stopp. Was ist hier los? Satteln 5 fehlt. Ah, verflixt. Sollte das der Fehler gewesen sein, der mir jetzt das Genick bricht? Durchfahrt 6 und 9. Ah, das könnte knapp werden, tatsächlich. Ich hoffe, es klappt. Obwohl, die fahren hier sowieso nur 80. Der war runter bis 65. Dann schätze ich mal, es hat nicht so große Auswirkungen gehabt. So, hier haben wir Basel SBB6. Der ist allerdings noch belegt. Münchenstein 2 ist das. Mutants 4. Ah, hier. Achso, müsste ich gucken, wie es weitergeht. Pratteln 5. Also auch nochmal hier oben hin. Uhr, wird das klappen? Ich hoffe. Noch 130 Züge. Wahnsinn. Also Fahrplan auf jeden Fall schon mal Daumen hoch. Das sieht richtig gut aus. Pratteln 1. Mutants 1. SBB 17. Rest kriegen wir später. Dies Teil 2 passt. Mutants 4 passt auch. Der nach Frankreich geht automatisch weg. Was ich super finde. Den stelle ich noch nicht ein, das bringt noch nichts. Den kann ich schon mal umdrehen hier. Und den? SNCF3. Ja, kann ich nicht ändern. Dein Gleis ist belegt, aber du musst ja auch erst 6.28 Uhr da sein, insofern. Alles gut. Ich weiß immer noch nicht, wofür diese Sensoren hier gut sein sollen. Keine Ahnung. Nochmal ein bisschen schneller laufen. Auf 6.19 kommt hier einer rein. Auf 7. Können wir von hier, oder von hier gleich nehmen. So.
6.40 Uhr. Oh, war das jetzt ein Fehler, den schon reinzuholen? Die 7? Nee, ist aber okay, da passiert so lange nichts. Dann kann der ebenso gut schon durchfahren. Mutants 4 passt, der auf die 6 und jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Liestal ist nämlich ein tiefer. Basel SBB 17 haben wir hier. Oh mal. Ein Umdrehen. Uhr, ja, ist nicht viel Zeit. Er sollte sich sputen dann. Aber umdrehen und den können wir umdrehen. Badischer Bahnhof. 2. Passiert nichts bis dahin. Dann können wir den... Gleis 3 und 4 passiert auch nichts. Dann können wir den rausjagen. Schon mal. So. Halt. Frankreich. Basel GB 7 ist wieder die gleiche Nummer wie eben. Durchfahrt 6.45 Uhr. Ja, das ist Zeit. Passt. Den hätte ich tatsächlich auf das andere Gleis setzen müssen. Dann hätte das eher gepasst, aber ist egal. Kriegen wir auch so hin. Weiß er schon. Ratteln 5 passt, gerade noch rechtzeitig gecheckt. Hier haben wir noch Muttens 4 und den schicken wir wieder hier lang. Hat vorher noch einer hier lang? Nö. Dann kann der weg. Liestal hat seine Fahrstraße. Wer ist der nächste? Muttens ist da. Ist ja auch hier in der Liste, aber. Ist halt 2. Dann hin. Halt. Ratteln 4. Mutants 1. Und weiter. Badischer Bahnhof 1 auf SBB 12 haben wir hier anzubieten. Obwohl die 12 ist noch belegt, aber nicht mehr lange. Basel SBB 3. Schicke ich den von hier dann da hoch? Wow. Muss man gerade kurz ein bisschen langsamer machen. Der muss in Basel sein 6.41 Uhr und der, der hier kommt, 6.41 Uhr. Okay. Dann geht der im Zweifel hier einen höher schon.
Und auf die, was hat man gesagt? 3, ne? Genau. Aber hier, die müssen wir noch unterbringen. Pratteln. 5. Den haben wir schon. Achso, der ist gerade hier im Tunnel. Der auch Pratteln 5? Den kann ich schon mal rausnehmen. Ah nein! Quatsch, kann ich nicht. Entschuldigung. Pratteln 2. Also siehst du, da ist irgendwas schief gegangen. Der nächste ist dann Pratteln 5. Der hier. Noch einer? Achso. Der Umweg hier tut nicht Not, oder? Ah, nein! Ins eigene Fleisch geschnitten hier. So. Der hier sollte auf die 3. 3, genau. Ja, das ist doof tatsächlich. Dann behindert der ja den anderen. Müsste ich den eigentlich wiederum weiter unten lassen. Und... Aber den kriege ich dann nicht wieder hoch. Funktioniert nicht. Nee. Das lassen wir schön sein. Warte mal, ich kann den hinterher schicken hier. Funktioniert alles. Oder? Nee, doch nicht. Aber ich glaube, die Zeit reicht. Das passt alles. Doch, das passt hier. Der fährt gleich los. Das passt auch. Der hier fährt nach Liestal. Pratteln 2. Oh nein! Da ist der Fehler. Da ist der Fehler. Aber ich muss mir schon was eingefangen haben. Eine Strafe war schon runter, sonst wäre es hier ein glatter Betrag gewesen sozusagen. Und da ist der nächste Fehler. Beispiel 2. 6.40 Uhr. Das wird knapp. Das wird ganz knapp. Ah, schade, es lief ganz gut. Na gut. Kommt in den Pratteln noch einer rein? Nein, kommt nicht. Oh, das könnte ganz knapp passen hier. Wenn der jetzt losfährt. Ah, 6.40 Uhr, ich glaube, kommt hin. Der 6.41 Uhr kommt auch hin und hier haben wir Liestal 2. Auch hin. Die Fahrstraße machen wir wieder fertig. Gut.
Wow. Sehr ärgerlich. 6.45 Uhr. Ich hoffe, das passt dann wenigstens. Wie sieht denn das eigentlich aus mit den Streckengeschwindigkeiten? Die sind beide rot. Na gut, dann vergebe ich mir da nichts. Hier kann ich nochmal jemanden umdrehen. Ja, ist schon langsam, aber ich glaube 6.40 Uhr passt alles. Pratteln 5 ist eingestellt. Pratteln 2 passt und ist pünktlich. Wo muss der denn hin, dass der nicht aufgehalten wird? 8 auf 6.45 Uhr. Einstellen. Na, vielleicht. Und Pratteln 5 können wir ja eigentlich auch hier rüber machen. Obwohl, das andere Gleis ist, glaube ich, schneller, oder? Ah, sowas Ärgerliches. 6.41 Uhr kommt hier Pratteln 4. Da ist er schon. Und hier haben wir von Basel GB direkt auf Badischer Bahnhof. Okay, muss dann drehen sozusagen hier vielleicht. Ja, das machen wir hier. So, das ist der. Genau, der ist pünktlich, hat seine Verspätung wieder aufgeholt. Ach, der schiebt sogar rückwärts hier. Guck mal an. Badischer Bahnhof beliebig. Da muss ich mir dann sogar überlegen. Hier kommt der nächste auf der 2 für Gleis 2. Schon mal umdrehen. Na gut, dass wir da gerade vor Ort sind. Yay, jetzt geht's aber los hier. 3 Spitz 1 und SBB 16. Machen wir mal so. Uhr 6 sollte aber passen. Hier kommt noch einer vom Badischen Bahnhof 2. Also schick mal den hier auf die 1, oder? Hier rum vielleicht so. Ah, nee. Fünf, 6.50 Uhr.
6:50 Uhr. Lassen wir den jetzt vorfahren? Nee, das machen wir so. Mutant 1, Mutant 1. Kann ja eigentlich auch hier oben lang fahren, oder? So. So, da kommt der hier. Passt, also wo musst du denn eigentlich hin? Auf die 14. Und hier haben wir nochmal Mutants 4. Wollte ich schon machen. Und anschließend Pratteln 5. Schön. Jetzt muss ich aber langsam mal in die Füße kommen hier, sonst ist nicht so schön. SBB 14, 6:53 Uhr. Kriegen wir den noch weg hier? Sechs Minuten. Ich lasse den noch vor und dann... So viel passiert der jetzt hier nicht mehr. Dann kann der raus. France auf 3. Oh, hier passt was nicht. Ja, ich glaube, es war richtig, den ICE noch durchzulassen. 14 stimmt. Hier können wir nochmal umdrehen ein bisschen. Das hier ist irgendwie eine recht einseitige Geschichte. Von der anderen Seite kommt kaum was, aber naja. Das müsste hier passen. Jetzt muss er aber raus. Irgendwann wird es dann auch knapp. Mit der Zeit, so schnell ist der wahrscheinlich auch nicht. Und ich muss ja auch noch hier hochkommen. Das fehlt ja auch noch dann. Münchenstein 2.
eigentlich? Achso, oh, war ja. Der war schon eingestellt, alles klar. So, jetzt kann der los hier mit Tempo 40. Das ist natürlich ein Verkehrshindernis. 6.56 Uhr, aber ich denke mal, das passt dann auf die 11 anschließend. Der hier kann ja rausfahren. Und alles weitere ergibt sich dann. Oh, das hier passt gerade so. Oh, der ist echt langsam. Nein! Was ist hier passiert? Stopp, 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 stopp. Basel SBB 15? Warum hat der... Ach so, weil ich das Routing nicht gemacht habe. Ah, verflixt. 6.55 Uhr. Na gut, wird hoffentlich klappen. Beiden können wir schon mal oben drehen. Und den. Den können wir auch umdrehen. Ich muss mal gucken, was ich jetzt mit dem mache, ob ich den dann... Ja, ich glaube, ich jage den dann... Sobald der hier durch ist, ja. Pratteln 5 passt. Zeit passt auch. Oder schaffe ich den noch vorher? Nee, 6.55 Uhr. Keinen Fall. Der geht auf SBB 4. Umdrehen. So. Den auch schon mal umdrehen. Und den hier auch. Liestal 2 haben wir als nächstes. Und was haben wir hier? Gleis 17. Na dann. Obwohl, ist das genug Zeit hier? Weißt du was? Schick den mal... Nein, Quatsch! Das geht gar nicht. Dann kriege ich den da gar nicht weg. So. Was ist das? Den hier nochmal kurz weg. Liestal 2. Den ICE kann ich ja notfalls hier einen hochziehen. Das kriege ich dann hin. So, sehr gut. Dann kann der losfahren. 7.01 Uhr. Muss der denn hin auf die 9? Klappt aber. Ist ja relativ zügig eigentlich.
Auf die 9. Ein bisschen Gas. Ja, das passt hier. Super, Punktlandung. Ja gut. Kommen wir als nächstes. Pratteln 4 um 7 aber erst. Aber können wir ja trotzdem schon mal einrichten. Mutants 1. Jo. Der hier muss auf Pratteln 5, den habe ich vergessen. Tatsächlich. Liestal. Ja. So. Der Güterzug ist durch oder was auch immer das war. C fährt auf Gleis 4. Passt auch. Mutants 4 haben wir hier. So, den machen wir ruhig so. Da kommt ja nichts im Moment. Dann kann der ruhig quer durchfahren. Können wir aber Liestal 2 ein bisschen später. Drehen. Die muss auch noch mal gedreht werden. Münchestein 1 geht hier lang. Ist schon Pratteln 4. So. Dann machst du ja gleich schon wieder was. So, 7 Uhr, eine weitere Stunde erledigt. Spielzeit knapp eine Dreiviertelstunde. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, toll, dass ihr dabei wart und gerne bis zum nächsten Mal, wenn es dann heißt Berufsverkehr von 7 bis 8. Bis dahin, vielen Dank, euer Spekulatius.